Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Inmos. Wir haben gerade das Monster in die Flucht geschlagen und so ein komisches Gerät eingesammelt. Und hier ist gerade so eine Art Fahrstuhl erschienen und ich würde sagen, wir benutzen es einfach mal. Aha. Dafür ist der Gegenstand also gut. Sah erst aus, als wenn da irgendwie einfach nur so Blümchen sind, so. Ich spiele wieder den Ritter. Sterbt, ihr bösen Monster. Many have given up, accepting that the pain inside them will never subside. Der Ritter verwandelt sich jetzt, wo er dieses schwarze Herz eingesammelt hat. Nicht gut. Du bist auch nicht gut. Wir sind gerade voll in der Höhle des Löwen, oder? Komplett im Untergrund angekommen. Los, komm her. Ich muss das Böse vernichten. Schaut schon echt creepy aus. Place where the keeper has no dominion over them. Fuck. Ich wollte rüberspringen und dann habe ich feststellen müssen, dass der Ritter ja gar nicht springen kann. Hallo? Ich glaube, das soll so nicht sein. Wieso bin ich jetzt so weit abgestürzt? Ich glaube, ihr habt das Spiel kaputt gemacht. Ja? Ich glaube, wir starten einmal kurz neu. Ich komme hier nämlich nicht mehr runter. Ist ja lustig. Dann nochmal. As long as the spark shines over these lands, pain is locked inside every soul.
Wie bin ich denn jetzt da hier einfach runtergestürzt? Ich bin doch ganz normal hier durch, oder nicht? Many have given up. But the pain inside them will never subside. Okay, ich muss alle Viecher besiegen. So. Place where the keeper has no dominion over them. Lass mich bitte nicht wieder ins Nichts stürzen. Ah, ich will nicht sterben. Warte, 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 warte. Who believe. Okay, jetzt komme ich weiter, sehr schön. Mal interessieren, wen der Ritter jetzt genau darstellt oder ob das jetzt eine extra Person ist oder ob das einfach nur eine bildliche Darstellung ist von gut oder böse. Wir sterben, wir sterben, wir sterben. Hinab in die Instanz. Even those whose souls turned black, who gave in to their desires.
Even they believe. But the Keeper won't ever let them go. Harvest and nurture and steal. And even more so, the pain they suffer themselves. Oha. Ich glaube echt, dass der Ritter ihn darstellen soll, wie er gespalten ist zwischen Gut und Böse, weil er nicht genau weiß, was er jetzt überhaupt noch machen soll. Weil er ja seine Tochter verloren hat. Seine Frau gibt ihm die Schuld an allem. Das kleine Mädchen Elizabeth, was sie, keine Ahnung, vielleicht adoptiert haben oder so. Und deswegen akzeptiert die Frau es nicht. Kann ihn nicht leiden. Oder findet ihn gruselig. Der Sturm nimmt auch immer mehr zu. Aber jetzt können wir zu der Stelle mit dem Fuchs, oder? Warte mal, ist das jetzt richtig, hier lang zu laufen? Moment. Da lang. Einmal komplett zurück. So, das war, glaube ich, hier rein, oder? Genau, da ist das Ding. Komme ich wieder zum Fuchs. So. Ah. Ich wollte noch gerade reagieren. So, da geht's weiter. Ah!
Ah, was sind das für süße kleine Dinge? Seid ihr lieb? Schaut jetzt nicht unbedingt böse aus. Sie schaut eher voll niedlich aus. Aua. Die quietschen. Also wie komme ich jetzt darüber, ohne zu sterben? Weil... Nein, ich hab's zerquetscht. So seid ihr aber nicht böse. Es tut mir leid, ich habe einen eurer Freunde umgebracht. Oh, die sind mal voll süß. Wie soll ich jetzt da hochkommen? Hier ist nix. Hier ist auch nix. Springen! Muss ich jetzt auf den drauf hüpfen? Oh, zittert der! Es tut mir fast leid, aber ich muss es ausprobieren. Oh, wenn ich nicht daneben hüpfen würde. Okay, nein, ich kann dich nicht zerquetschen außerdem. Aber wie komme ich denn da hoch? Da komme ich auch nicht mehr zurück. Was mache ich denn jetzt? Einfach rüberspringen, ich dödel. Okay. Ein Schalter. Warum kann ich das von der Seite wieder zumachen? Nicht schon wieder. Aha. Ist ja lebensgefährlich hier. Los, geh auf. Also. Okay, jetzt habe ich hier zumindest wieder einen Durchgang. Okay. Ah, da hinten, okay. Ich dachte, ich sterbe. Aha.
Tschüssi, niedlichen kleinen Dinger. Ah, okay, jetzt komme ich da denn hoch. Okay. Und einmal wieder zurück. Und da lang. Hui. So. Einmal darauf. Wo ist denn das Füchslein hin? Ah, oh, Kätzchenfamilie. Ist er jetzt doch zurückgegangen? Wir reisen! Nun, weißt du? Wir hatten mal ein Zuhause, doch dann beschloss jemand mit uns zu reisen und ließ uns hier zurück. Also reisen wir jetzt. So. Und dann zurückgelassen. Okay, ich kann aber nur mit der einen Katze reden. Spitzhacke benutzen. Wo bin ich jetzt? Aha. Geheimgang. Steinchen sind immer schön zerstören. Sehr schön. Würde mich ja da mal hinabstürzen, um zu gucken, was da ist, aber dann sterbe ich wahrscheinlich einfach nur und das war's. Ja, gehst du auf? Ja. Okay, jetzt bin ich da ganz oben, okay. Dann gehen wir mal noch weiter nach oben. Oh, so schön. Füchslein. Warte auf mich. So laufen eigentlich immer alle weg. Oh, so schön. Einfach so mega schön gezeichnet. Thank you.
Sie wurde vom Bösen zerfressen. Oh. Mega traurig. Spielen wir wieder das Mädchen. Wie ein Plüschhasen. Brauche einen Schlüssel. Muss wissen, was da drin ist. Schlüssel. Die Kisten sind mit einem Stoff bedeckt. Auf dem Stoff sind Teddybären. Ich hasse diese Kreaturen. Teddybären sind die natürlichen Feinde der Stoffhasen. Wir werden sie alle in einem gewaltigen Feuer der Vernichtung vom Antlitz des Planeten fegen. Ihre Asche wird die Dächer unserer Puppenhäuser bedecken. Ich bin mal gleich so aggressiv. Drücke die Tür auf. Okay. Kann ich aber nicht machen. Und die andere Tür, oder? Die hier. Hast du versucht daran zu ziehen, als wir auf der anderen Seite waren, oder hast du nur gedrückt? Ich hab, glaube ich, nur gedrückt. Schlüssel, 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 Schlüssel. Wo könnte denn ein Schlüssel für den Dachboden sein? Einmal wieder Licht anmachen. Ah, meine Arme sind zu kurz. Quasi zu Hause, gell? Tür ist auch zu. Du hast ganz schön viel Lärm. Ich hab keine Angst mehr, sie ist fort. Sie ist es, die Angst haben sollte. Du solltest ihn nicht vergessen. Er ist immer bei der Arbeit. Sie hatte wirklich Angst vor mir, aber warum? Weiß es nicht und es ist mir auch egal. Ich muss herausfinden, was sie auf dem Dachboden verstecken. Je, die Teller, das gibt Ärger. Na und? Mir ist alles egal. Ich will einfach nur noch die Wahrheit rausfinden. Oh. Ab durch die Rohrleitung. Jetzt im Arbeitszimmer, oder? Die zerlegt die ganze Bude. Eingerammte Preise, alle mit Staub bedeckt. Sie wurden vor langer Zeit vergessen. Er hat sie alle aufbewahrt, aber jetzt sind sie ihm egal. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht mehr. Da ist ein Durchgang über der Tür. Benutze die Bücher, um hochzuklettern. Ein Durchgang über der Tür.
ist das für ein Zimmer? Ist das das ehemalige Kinderzimmer von dem anderen Mädchen? Die Bilder sind alle zugedeckt und die Fenster wurden schon lange nicht mehr geöffnet. Der Fußboden ist dreckig. Sie wollte immer, dass alles sauber ist, sie... Es ist etwas passiert. Woher weißt du das alles? Ich... Vielleicht war ich einmal ihr Spielzeug. Habe ich hier noch irgendwie einen Stuhl? Mal kurz her. Den darf ich nicht benutzen. Ah, ja, so einfach geht's. Einmal auf den Schrank. Ein Schlüssel! Sieht ziemlich alt aus. Das muss er sein! Was ist das denn für ein Zimmer? Schaut ein bisschen aus wie so ein Schminktisch. Ist aber ein Bett, oder? Bett, Schrank, Arbeitszimmer. Bilder alle abgehangen. Nein, da muss ich nicht mehr hoch. Da lang. So, und was sich jetzt im Dachboden verbirgt, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.